bei Purple Lifestyle. Heute mit Special Guest, jo. Bro Seth von Köln. Ja. Er ist hier hingeflogen zu uns und wir haben eine kleine Interviewserie am Laufen. Auch auf Mischas Channel, checkt's ab. Außerdem Trainingsvideos mit dem deutschen Meister. Deutscher Meister bei den Junioren und auch Gesamtsieger, richtig? Ja, von der GmbF. Ja. Also Riesentalent, Riesenathlet. Ja, von dieser Seite her, herzliche Gratulation nochmal. Danke. Jetzt, das Thema vom heutigen Interview ist die Ernährung. Ja? Du hast einen YouTube-Channel, checkt seinen YouTube-Channel ab in der Beschreibung, wo du auch immer wieder Videos gebracht hast, wie du dich ernährt hast während der Wettkampfphase. Und das war sehr speziell, weil ich habe teilweise gesehen, du hast die Pizza reingefeestet, du hast die Schokos reingefeestet. Also du machst das sehr, ich sage jetzt mal, anders als die anderen Athleten, die ich kenne. Ja? Erzähl mal den Leuten, wie du das machst. Erstmal vielen Dank, dass ich hier die Gelegenheit habe, meine Ernährungsphilosophie mal der breiten Masse, sage ich mal, näher bringen zu dürfen. Selbstverständlich. Also du hast ja gesagt, ich habe mich ja ein bisschen anders ernährt. Also mein Ernährungsprinzip ist praktisch, lässt sich mit einem Wort oder mit einem Begriff, den ihr bestimmt schon mal gehört habt, beschreiben. Mein Ernährungsprinzip ist Flexible Dieting. Das heißt im Prinzip, ich habe meine Makros, ja, also mein Eiweiß, meine Fette, meine Kohlenhydrate. Und das sind halt meine Zahlen, die ich am Ende des Tages halt treffen muss. Mhm. Und wenn ich diese Zahlen getroffen habe, genug Ballaststoffe, genug Vitamine, genug Mineralstoffe erreicht habe für den Tag, dann ist alles in Ordnung. Und am Ende des Tages interessiert es den Körper relativ wenig, ob jetzt mein Eiweiß aus Linsen kommt oder aus Fleisch. Also ist relativ egal. Also für dich einfach wichtig, Hauptsache du triffst am Ende des Tages die Makros. Richtig? Genau, die Zahlen, die ich eben mir vorgesetzt habe für den ganzen Tag, das ist eben das Ziel, diese jeden Tag dann zu treffen. Okay. Das gibt natürlich dir eine größere Flexibilität, oder? Du musst da nicht ständig irgendwie Reis vorkochen, Chicken mit Reis mitnehmen, sondern du bist relativ flexibel, wenn du das so machst, oder? Ich denke, die Leute auf meinem Channel, die kennen sie auch, ich track ja auch. Aber allerdings in der Wettkampfdiät wirklich sehr, sehr Bro-mäßig gemacht. Ja. Ja, ich war ständig mit Reis unterwegs, mit Brokkoli und Chicken, weil ich kein Risiko eingehen wollte. Ja, Brokkoli am Start. So, mein Freund, Bro Seth, was hältst du von Mahlzeitenfrequenz? Alle 2-3 Stunden, 4 Stunden was essen? Also was ich davon halte? Ja. Leider nicht viel. Also ich bin der Meinung, wenn man mindestens 2 Mahlzeiten am Tag hat, ist alles easy. 2 Mahlzeiten? Man kann 2 Mahlzeiten haben, man kann 10 Mahlzeiten haben, um es krass auszudrücken. Man sollte so viele Mahlzeiten haben, wie es für einen selber angenehm ist. Der eine sagt, hey, ich möchte 3 große Mahlzeiten, satt werden. Mhm. Der andere sagt, so komme ich gar nicht auf meine Kalorien oder andersrum, so werde ich gar nicht erst satt. Für den würde ich empfehlen, probiert es aus. Probiert 4 Mahlzeiten, probiert 2 Mahlzeiten. Ich glaube, Michael isst 2 Mahlzeiten, ne? Ja, 3 in der Regel momentan. Ja, ich esse zurzeit auch so 3 Mahlzeiten. Ich auch. Ich 3 zu 4. Ja, genau, 3 bis 4. Das ist auch für mich das Optimum. Da habe ich keine Einschränkungen, aber es gibt auch Tage, wo ich nur 2 Mahlzeiten esse. Und das ist auch absolut in Ordnung. Solange eben die Zahlen getroffen werden, das ist eben das Entscheidende. Die Zahlen und genug Obst, genug Gemüse, genug Ballaststoffe. Die Micros. Genau, okay. Die Micros. Ja, wie trackst du denn dein Essen, würde mich noch unternehmen? Ja. Also ich tracke mit einer App, klar. Jeder hat ein Smartphone heutzutage. Da bietet sich natürlich eine App und natürlich eine Waage, braucht man auch. Das ist das Standardrepertoire eines jeden Bodybuilders. Ja, richtig. Du sprichst mir aus der Seele. Absolut. Und die 2 Apps, die ich empfehlen würde, ist einmal FDDB und MyFitnessPal. Ich persönlich benutze FDDB, die 2 Jungs, glaube ich, MyFitnessPal. MyFitnessPal, ich poste 2 Sachen unten in der Beschreibung. FDDB finde ich ab und zu noch interessant, wenn man so ein Nahrungsmittel hat, auf legit überprüfen will. Weil MyFitnessPal spuckt da zum Teil ein bisschen kranke Werte aus. Und dann zum Beispiel Gemüse kann man ja so ein exotisches Gemüse kann man damit Naturprodukt ziemlich easy mal finden. Aber sonst bin ich auch bei MyFitnessPal. Ja. Also ich muss sagen, ich kann mit beiden super umgehen, aber ich habe am Anfang angefangen mit FDDB. Und ja, wenn man einmal sich irgendwie die Favoriten und alles reingespeichert hat und das ist, beides kann man benutzen, beides eine super App. Also wenn ihr FDDB oder MyFitnessPal oder ihr könnt auch beides benutzen, dann habt ihr ganz genaue Werte und macht dann den Durchschnitt. Nein, Spaß. Sehr cool, sehr cool. Also Leute, ihr seht, es geht auch anders. Vielleicht zeig mal kurz noch deine Form hier. Zeig mal den Bizeps hier im Licht für die Leute. Ja. Von innen. Auch, dass die Leute wissen, was Sache ist hier. Bam. Also es geht auch anders, ja. Ganz klar. Ja, es geht auch anders und ich würde sagen, die Vorteile, vielleicht, dass du die noch kurz ansprichst für die Leute, die jetzt, weil ich finde das immer interessant, wenn man so ein Video macht, dass man nicht nur die Fakten auf den Tisch legt, was du machst, sondern vielleicht auch mal den,
den Vorteil einfach noch schilderst, weil einfach immer noch, ich sehe halt immer noch viele Leute, die wirklich meinen, man muss 6-mal pro Tag essen, ja. Man muss 30 Gramm Protein alle 2 Stunden zu sich nehmen, mhm. Solchen Shit. Erzähl den Leuten mal, was der größte Vorteil in der Sache, in der ganzen Geschichte ist. Ja, Flexible Dieting heißt das Ganze und wie der Name schon eigentlich verrät, flexible heißt flexibel. Also man ist komplett unabhängig. Wenn man jetzt keine Zeit hat zum Vorkochen, dann kocht man mal eben nicht vor und isst dann abends mehr. Oder wenn man halt morgens sehr viel Hunger hat und denkt, hey, mein Ernährungsplan sagt morgens aber nur wenig essen, das macht ja keinen Sinn. Ess dann ruhig morgens weniger, ess dann abends mehr. Es gibt aber auch einfach Personen, die zum Beispiel morgens einfach keinen Hunger haben. Ja, warum sollten diese Personen essen? Diese Personen sollten viel lieber die ganzen Kalorien, die sie haben, irgendwann in den Tag einbauen, wo sie auch Hunger haben. Richtig. Ne? Typisches Beispiel, sorry, das ist die Reinrede, ganz kurz. Es gibt viele Leute, die geschäftlich unterwegs sind und Mittag nicht essen können, oder? Genau, ja. Die müssen nicht mittags essen. Wie gesagt, das ist halt alles flexibel. Und der größte Vorteil, den ich sehe, ist, wenn du diätest, hast du nicht immer ständig das Gefühl, auf irgendwas verzichten zu müssen. Ja. Ich kann immer noch Schokolade essen, ich kann immer noch Eis essen und immer noch in Wettkampfform kommen. Es ist kein Problem, solange ich eben im Kopf stark bin, sage ich mal, und wenn ich dann Hunger habe, ja, trotzdem nicht mehr esse. Es geht am Ende wirklich nur um die Bilanz. Die Bilanz, Kalorien, die man in den Körper einführt und die man eben verbraucht, ja. Mhm. Und wenn ihr dann auch noch gesund sein wollt, dann müsst ihr natürlich genug Obst und Gemüse essen, aber fürs reine Fett abbauen und Fett zunehmen, ist die Bilanz halt entscheidend. Und wie gesagt, das Größte, was ich halt sehe, ist eben kein Verzicht, also mengenmäßig schon, klar, ja. man muss ja irgendwo sparen, wenn man relativ, ja, aber nicht eingeschränkt in der Lebensmittelauswahl, genau, ja, absolut, und man ist halt nicht wirklich gebunden an irgendwelche Zeiten. Das sind wirklich die 2 größten Vorteile, die ich sehe. Sehe ich auch so. Und auch einfach die Tatsache, dass man damit den ganzen Sport nicht nur einfacher macht, sondern auch schöner macht. Man macht ihn attraktiver. Man macht ihn auch für sich selbst besser, lieber, konstanter, als dass man sich in so ein Schema zwingt, oder? Ja, man bleibt dann auch länger beim Ball und jeder weiß, der in diesem Sport ist, Erfolge brauchen ihre Zeit. Mhm. Und wenn man den ganzen Sport um sein Leben packt, ja, und nicht sein Leben um den Sport, dann hat man einfach so einen großen Vorteil. Viele hören nach einem halben Jahr Training auf, weil sie sich 100% nach dem Bodybuilding-Kodex, sage ich mal, halten. Die werden niemals so gute Erfolge erzielen, wie wenn ihr zum Beispiel einfach ein bisschen lockerer mit der Sache umgeht, aber trotzdem genauso gute Erfolge habt, als wenn ihr eben 100% diesen Mythen, sage ich mal, ja, nachgeht. Mythen ist das richtige Wort, ja. Leute, ein sehr, sehr interessantes Thema, Ernährung, Flexible Dieting. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, schreibt es in die Kommentare, folgt seinem Channel, er bringt mehr so oder er geht mehr solchen Mythen auf die Spur, sag ich mal, auf deinem Channel, oder? Also checkt ihn ab, unten ist die Verlinkung. Ich sage besten Dank, dass ihr eingeschaltet habt, besten Dank für eure Loyalität und bis bald. Kiss, kiss. Bang, bang. Bang, bang. Folge mir auf Facebook, Instagram und auf meinem YouTube-Channel. Und ich werde euch Fitness, Natural Bodybuilding, Health Food und Lifestyle zeigen von einer ganz anderen Seite. Kiss, kiss, bang, bang.